Jascha fragt. Hallo Hannes. Hallo Jascha. Was ist denn das Kirchensteuer? Hat es der in der Hand, der die Kirche leitet? Das wäre in meiner Vorstellung Gott. Du meinst vermutlich die Kirchensteuer. Ja. Das ist das Geld, das die Leute für die Kirche zahlen. Warum muss man denn nicht Geld für die Kirche zahlen? Das ist eine gute Frage. Bist du gern in alten Kirchen? Ja. Und die werden so in Schuss gehalten. Und ich als Pfarrer werde auch davon bezahlt. Du kriegst als Pfarrer Geld? Ja, das ist ja ein Fulltime-Job. Und ich muss ja auch von irgendwas leben. Schau mal, ich habe doch deine Oma beerdigt. Ja. Wenn ich jetzt selber für mein Gehalt sorgen müsste, würde ich sagen, das kostet extra Geld für mich, jemanden zu beerdigen. Und es könnte sich dann zum Beispiel jemand Armes gar nicht leisten. Und wenn jemand mit dir reden und beten will? Dann kostet es natürlich auch kein Geld. Und so red und bet ich mit jedem. Und natürlich auch mit denen, die nichts zahlen können. Und insgesamt wird ganz viel Armen und Kranken mit diesem Kirchensteuergeld geholfen. Aber ich zahle nichts. Nee, wer nichts oder wenig verdient, der muss nichts zahlen. Das ist nach dem, was man so verdient, aufgedröselt. Es wäre mir viel lieber, wenn alles frei wäre und gar nichts kosten würde. Mir auch. Aber bisher hat sich halt noch niemand eine bessere Lösung ausgedacht. Ich denk mal nach. Danke, Jascha. Ich bin gespannt. Tschüss. Tschüss, Hannes. Tschüss, Gott. Hast du auch noch eine Frage? Dann schreib mir einfach an frage@jaschafragt.de.